Herzlich willkommen auf dem Schamanen-Kanal. Hier wird ein Video gezeigt über Gottich 3. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Lange Rede, kurzes Schwert, es gibt das volles Pfund Gottich 3. Ja, ein herzlich willkommen zu Gothic 3 mit Mega-Mods. In der letzten Folge haben wir alles vorbereitet. Also ich habe etwas getestet, und zwar ich habe mit den Leuten, dass wir das mit den Leuten zusammen machen. Dort. Aber die fragen die alle. Das funktioniert so nicht. Und dann habe ich nochmal probiert, und zwar einfach reinzustürmen und ab geht die Party. Und das ging am besten. So, und das werden wir jetzt machen. Wir werden jetzt die Erzmine stürmen. Let's go. Das wird ein Spaß. Mal sehen, ob das genauso gut wird wie bei meinem Run, den ich privat gemacht habe. Na, natürlich geil. So, let's go. Am Anfang ist natürlich ganz wichtig, diese scheiß Wassermarke. Eingeschrei, die ganzen Kack-Schamanen wegzubannen. Solange wie die Schamanen mit Feuer angreifen, ist das alles kein Problem. Man muss halt eben übelst aufpassen mit der Ausdauer. So, können meine zwei Atzen auch? Ja, sehr gut. So, und jetzt, wenn wir das getriggert haben, geht das jetzt los. Da kommen die jetzt nämlich alle langsam hoch. Ah ja. Oh, so viel Loot. Voll geil. So, und die unten, die greifen nämlich nicht an. Das ist nämlich der Vorteil. Oh, 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 ich habe da noch was gesehen. Ja, danke dir. So, jetzt rennen die langsam alle nach oben. So, ich hoffe, meine Atzen kommen auch mit. Jawohl. Die Musik, voll episch. Ist auch in Ordnung. Also hier bei der Eismine ist das auch vollkommen in Ordnung. Hier stehen sie schon. Hier stehen sie schon. Also ich muss sagen, die Orks, die machen trotzdem noch ganz schön Schaden bei mir. Du ein toter Ork, bist ein guter Ork. Nein, nicht gehen. Der Säufer. Hä? Was ist denn das? Deine neue Quest, der Säufer? Okay. Aber bestimmt wegen Loot, denke ich mal. Weil die Orks ja immer Schnaps haben. Genauso wie die Orker. So lange wie die Schamanen. Ja, ja. So. Das ist eben geil bei den Schamanen, ne? Wie geil die das machen. Auch mit der Heilung, das ist total cool. Mit der Heilung ist übelst geil. Ruhig bleiben. Mit der Heilung. Ja, ja, wir bleiben stehen. Keine Angst. Wir warten auf dich. Na, wo bleibst du denn, Digga? Zack. Kommt keiner, ne? Ich werde dich zerschmettern. Na, ich hoffe doch. Hast du's gezeigt. Voll geil, oder? Zack, zack. Scheiße. Komm zum Papi. Mega geil. Da gibt es, glaube ich, auch übelsten Ärger in Geldern. Und Fahing, wenn das alles durch ist. Like mit dir. Das ist aber auch, die Waffe ist einfach nur extrem geil. Die ist einfach nur pervers geil. Die Waffe ist einfach so mega geil.
Ey, hier gibt's noch einen Anführer. Ich hab's immer noch drauf. Rodcheck. Urkischer Todesbolzen erhalten. Okay, das klingt ja voll geil, oder? Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man Urksöldner ist. Ja, ob das immer noch so geil ist. Ob man dann eben... Ja, du mich auch nicht. Vom Gebirgsjäger zum Gebissträger. Auf diese ganze Scheiße. So, weiter geht's. Wir könnten mal was trinken, wa? Ah, komm schon, den nächsten Typen. Das Schöne ist, es sind keine Bugs mehr hier. Also wie die das gemacht haben, keine Ahnung. Unsere Kollegen aus Russland, wie die das gemacht haben. Also. Oh, jetzt kommt wieder was. Ja, ja, komm her. Das ist gut. Nein! Scheiße. Also mit der Waffe bist du völlig, völlig OP, was die Waffe angeht. Das ist so krank, wirklich. Das ist so krank. Lol. So, kommt der nächste schon angegast. Aber wenn wir immer hier sind, gehen wir gleich mal hier hinter. Den ganzen Scheiß hier klauen, weil danach können wir es nicht mehr. Hammerklauentruhe, gepanzerter Nordmar-Helm. Okay. Gucken wir uns dann alles an in Ruhe. Jetzt ist die Musik weg. Ah, da gibt es einen Teleportstein. Geil. Geil. Das ist natürlich mega. Das ist wirklich sinnhaft. Ah, hier kommst du doch schon. Mietz, 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 Mietz. Na, für mich auch nicht. Ruhig bleiben. Oh, oh, ei. Ey, du spinnst mir dort oben. Den machst du mit einem Schlag zunichte. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und mit meinen OPs unter... Ein toter Ork ist ein guter Ork. Ah, ich liebe ihn. So, weiter geht's. Hinterher, ihr Affen. Ah, ich bin blau erkältet. Hallo, ob du das... Achso, während des Kampfes geht's nicht. Selbst mit Quicklude. Für den Boss des Tals haben wir erledigt. Achso, na. Das Problem ist bloß, dass es dann alles wegspawnt. Und das ist die Scheiße. Darauf habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, okay. Jetzt geht's langsam runter ins Tal. Da werden wir nochmal speichern, weil das wird nochmal super heavy. Ja, ich will sterben. Ja. Du bist kein Gegner für mich. Oh, dann kommt ein kleiner Nächster. Zack. Alter, Elite-Kämpfer mit zwei Schlägen. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Da kommt der heruntergeflogen. Ja, ich hoffe. Auf alle Fälle.
Oh, scheiße, Eis ist kacke. So viel Eisresistenz habe ich nämlich nicht. Da muss ich nochmal was saufen mit drauf, wa? Du blödes Ass. Oh, jetzt sind wir schon unten im Tal. Perfekt. Alter, die Ausdauer, die ist der Wahnsinn. Ja, da kommt schon den nächsten. Du bist kein Gegner für mich. Ah, scheiße. Rückzug. Jetzt hauen die ab, die Affen. Hinterher. Ich werde dich töten. Ich schaufe drauf. Alter, was für ein Gemetzel. Ich werde dich töten. Halt die Fresse. Zack. Immer noch drauf. So, das war eben, das sind die Orks, die wahrscheinlich nicht aktiviert werden, sobald du von oben angreifst, sondern von unten angreifst. Oh Mann, was für ein Gemetzel, ey. Wahnsinn. Aber cool. Weil damit bleiben die ganzen Typen nämlich am Leben, was das angeht. Jetzt sind wir ja einfach nur am Looten. Aber ich höre noch ein paar Orks. Jetzt wirst du bluten. Mega krass, oder? Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Ah, nicht nur du. Mega krass, oder? Ja, also. Was du hier für ein Loot kriegst, das ist so krank, ist das. Fleischwanze. Krütze. Mega krass. Wie gesagt, es gibt da nochmal richtig Ärger in. Oh, hier gibt es sogar nochmal. Haben die was erledigt hier? Nee, ich wollte schon sagen. Hier. Das war super. Danke dir. Den Orks haben wir es gezeigt. Du hast es echt voll drauf. Achso, jetzt wurde uns ein Feuerclown zeigen, okay? Also, Digga, mal ganz ehrlich. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ja, gut. Wenn du es weißt, ist es in Ordnung. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein schönes Gemetzel angerichtet. Und ich bin echt begeistert, dass das alles so wunderbar geklappt hat. Gold ist auch immer gut. Gebratene Fleischschwanze. So, jetzt kannst du eben alles schön in Ruhe looten, was das alles angeht. Und vor allem Erz. Ich frage mich, wo unser Dude Diego ist. Aber da wird bestimmt irgendwo umspacken. Hier hinten ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Erz. Nochmal Erz. Also ich habe das, wie gesagt, ich habe das zweimal versucht in zwei Varianten. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist die beste Variante, was das angeht. Damit überleben alle NPCs und Beine. Entschuldigung. Mit meiner Kampfkraft und Wendigkeit ist das natürlich gar kein Problem. Und dann ging das ja alles relativ schnell, was das angeht.
Vor allem die ganzen Waffen zu verkaufen, das wird bestimmt das absolute krasse Ding. Ach, na, bist du auch mal da. Ja, die Musik. Da, 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 da. Ah, dieser Hirsch, der hier oben festpackt. Weltklasse. Ich glaube, das müsste dir dann auch entgegenkommen, irgendwelche Dudes vom Hammerclan. Was mir halt bitte fehlt, sind eben Waffen. Waffenbündel. Das ist eben bitte schade. Oh, Mühlenstein, ja, das ist kein Ding. Können wir machen. Ja. 340. Wahnsinn, oder? Und da habe ich nicht mal Paladin gelernt, ne? Also, das muss man noch mal ganz klar festhalten. Wenn ich noch Paladin gelernt hätte, ja, es sind schon die ersten, die da sind, was das angeht. Die jetzt langsam die Mine besetzen, das finde ich echt cool. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war, dass sie dann runtergekommen sind und dann hier die Mine besetzt haben. Weil das Problem war ja, dass diese Mine einen Absturz nach den nächsten hatte. Goldader. Erz. Ich liebe diese Mod. Bruderschaft von Gothic 2. Erz! Okay. Ja, das sieht natürlich auch ganz schön cool aus hier drinnen. Ne? Aber ich glaube, die müssten dann schon langsam da sein, was das angeht. Kriegsspeer. Ja. Der Erzofen. Eisenerz, Erzbrocken. Krass. Aber das musst du halt alles währenddessen des Kampfes machen, weil sonst sagen die, ey, du klaust hier. Deswegen immer alles vorneweg machen. Liegen sogar noch da und der andere dort unten, da gehe ich mal lieber nicht hin. Also ich habe auch festgestellt, dass natürlich hier auch ein kleiner Bug ist. Und zwar, wenn wir dann... Ja, genau, das ist der dort drüben. Jetzt kommen sie. Ein paar kamen runter. Aber jetzt kommen sie schon ein paar runter. Cool. Was man hier für Erz finden kann. Wahnsinn. Ja, man, wie gesagt, man kann echt froh sein, dass so viele Leute Gothic 3 noch so krass modden und Fehlerbehebungen machen. Und das merkt man ganz sehr, also in der Erzmine. Erzmine. Moin. So, hier hast du ja nochmal übelst viel zum Looten. Es ist. Ja, Mühlenstein noch. Geil. Alter, 345, ey, Wahnsinn. Ja, ich wüsste es. Großer, gehornter Helm. Okay. Das war vorneweg auch nicht. 100 Boni. So, okay. So, da werden wir jetzt mal zum Chefo gehen, zum Reto. Und werden mal Bescheid sagen, ey du, wir haben ja alles erreicht. Glaubst du wirklich? Jetzt kann nämlich auch Thorald, ja, schön, dass du da bist, Digga. Das mit der Mine war gute Arbeit.
Davon kann ich mir nichts kaufen. Rede mit Tjalf. Er wird dich angemessen belohnen. Kann dir doch egal sein. Oh, war eine tolle Arbeit. Ja, bringt mir überhaupt nichts. Wollen wir mal ganz ehrlich sein. Huhu, Huhn. Ja, ist ja. Als wenn das so einfach wäre. Mal ganz ehrlich. Da hätte man, wow, Junge, du hast es mal richtig drauf oder irgendwas, weißt du? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Hör bloß auf mit der Scheiße. Man könnte das. Was willst du? Zeig mir, wie man Erzwaffen schmiedet. Du hast gut gekämpft und unserem Clan geholfen. Deshalb werde ich dir eine Chance geben. Wenn du bereit bist, werde ich dir zeigen, wie man aus reinem Erz Waffen schmiedet. Waffen von unglaublicher Schönheit und Macht. Waffen, die würdig sind, von Königen und Herrschern geführt zu werden. Zeig mir deine Kunst. Viele Schmiede kamen zu mir, um bei mir zu lernen. Ich habe sie alle wieder weggeschickt. Wieso? Sie waren nicht gut genug. Wenn ich dich unterrichten soll, musst du in die Welt hinausgehen und Erfahrung sammeln. Schmiede die unterschiedlichen Waffen der ganzen Welt. Erst dann bist du bereit, den nächsten Schritt zu tun. Hier, wenn du genug gelernt hast, schmiede dieses Schwert für mich. Wenn es gut ist, werde ich dich vielleicht unterrichten. Okay. Nordmar-Schwert. Früher war das ein Bastardschwert, oder? Wenn ich mich noch recht entsinne, war das früher ein Bastardschwert. So, Leute, mal ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Warte mal. Komm. Rischwert. Ja, coole Sache. Was willst du? So, werden wir mal seine doofe Waffe schmieden. Ja, schade. Das habe ich mir schon aufgeschrieben, was das sein könnte. No? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wird irgendwas mit Magie sein. Nordmar-Schwert. Ja. Ja, hier. Komm. Guck dir das mal an, was ich hier alles machen kann. Was willst du? Ja. Bitteschön. Hier ist das Schwert. Lass sehen. Ja. Das ist ein gutes Schwert. Stark und dennoch leicht. Eine gute Arbeit. Was ist mit der Ausbildung? Die Fähigkeiten dazu hast du. Ebenso meine Zustimmung. Doch ich möchte nicht allein entscheiden, ob du geeignet bist. Du nimmst mich auf den Arm. Nein, du strebst nach dem Wissen, das uns Nordmarer stark gemacht hat. Ich möchte sicher gehen, dass es nicht unsere Feinde stark macht. Also, was soll ich tun? Geh zu den anderen Schmelzern. Kalan vom Feuerclan, Larsson vom Wolfsclan und Supida. Wenn sie einverstanden sind, bin ich es auch. So, dann müssen wir nämlich ganz schnell zum Feuerclan gehen. Wo ist es? Hier. Weil das Problem ist, weil der geht nämlich. Und der müsste nämlich suchen. Deswegen ganz schnell zu denen. Ich hoffe, das war der. Ja, hier geht er nämlich. Danke, du hast mir den Arsch gerettet. Ich dachte schon, die Brüder würden mir den Hals umdrehen. Nichts für ungut. Ja, also der ist bei der Orks gefangen. Ja, also er wird respawned, die ganzen Orks, und den muss er dort befreien. Dann muss er eben seinen doofen Hammer finden. Ich will die alte Kunst der Schmiede lernen. Ingvar schickt mich. Ich brauche die Zustimmung aller Schmelzer. Nicht weit von hier habe ich in einem Gebüsch meinen stählernen Hammer versteckt. Finde ihn und er soll dir gehören. Und bestelle Ingvar, dass er keinen besseren Schüler finden kann.
So, und damit geht er nämlich wieder zurück und kämpft nicht mit. Weil da kann er nämlich voll drauf gehen und das wäre übelst kacke. So, jetzt geht es einfach hier runter. Und hier unten in den kleinen Tal. Hier unten, ja. Das sind Orks. Und die haben den dann quasi gefangen genommen, blablabla. Und da müsst ihr den befreien, aber da kämpft dann halt mit und das ist das große Problem. Deswegen, wenn du dann diese Zustimmung brauchst, gleich zu den Leuten hin, was das angeht. Vor allem bei Kalan. Penta und so, jetzt haben wir jetzt, was ja mega geil ist, einen Teleportstein gekriegt. Böse Miezekatzen. Böse Miezekatzen. Böse Miezekatzen. Die ziehen aber auch noch ab, ne? Die. Dem Scheiß, hast du's gezeigt. Die Scheißkatzen. Das wäre erledigt. Meine zwei Dudes sind wieder da. Eisenerz, Eisenerz. Nochmal was trinken hier. Irgendwo hier hinten im Tal. Ja, genau, hier hinten. Genau. Und da hast du eben das Problem, da ist Kalan und da greift dann an und da kann der dort voll verrecken, wenn du noch nicht so gut bist. Gut, bei uns ist jetzt kein Problem. So, schnell zu den Schamanen hin. Weg, weg. Bin ich gut? Oder bin ich gut? So, und da hat er seinen bekloppten Hammer vergessen. Pass mal auf. Ich zeig euch mal, wo der Hammer ist. Irgendwo hier hinten. Warte mal, irgendwo hier in dem Gebüsch ist da. Irgendwo hier in dem Gebüsch war der. So, und dann hier hinten steht ein Kalan. Hier hinten steht er dann. Wurde gefangen genommen. So, und dann hat er eben seinen Beschorten. Ja, haben wir vergessen und den müsst ihr eben dorthin bringen. So, und dann machen wir ja Telekinese und da haben wir das schon. Irgendwo hier war der Hammer. So weit war dann entfernt. Ja, ist der Hammer. Okay, dann machen wir jetzt mal zu dem Feuertypen. Geben den Hammer und da freut er sich ganz, ganz sehr, dass wir das, den tollen Hammer gefunden haben. So, haben wir hier ein Level Up oder so? Ja. So, Kalan. Bester Mann. Kalan, der beste Mann. So, mal speichern. Ja. Na, also entweder ihr macht das so, ihr teleportiert euch gleich da drüber zum Feuerclan. Oder wartet, bis Kalan da unten ist und müsst dann gegen die ganzen Orks kämpfen und da kämpft dann halt mit und kann euch verrecken. Als Schmied hat man, ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ach ja, stimmt, ich habe ja den, ja, dadurch, dass Kalan eben, ja, sorry, dadurch, dass Kalan, dass wir den schon vorneweg abgefangen haben, brauchen wir den Hammer nicht mehr abgeben. Jetzt sind nochmal 500 XP, naja, geht. Da gibt es für irgendwelche Quests eben, wenn du was zu trinken gibst, dann eben 5000 XP. Das ist dann auch nicht mehr so schlimm. So. Steiner? Steiner will gar nichts wissen. Ja, ich weiß noch viel mehr. Hopp, hopp. Kann man denn das erzählen? Weil da pennt er den ganzen Tag, oder? Was willst du? Auswahl der Rohlinge betrachten. Ja. 40.000.
Also damals bei der Balancian Ultimate 1.15 war es so, dass es der Rohling 116.000 gekostet hat. Das haben sie reduziert, was ja in Ordnung ist. Ist das dein Ernst? Hat mich jetzt mal interessiert. Richtig. So, 12. Das ist mein Ernst. Ich habe gehört, was du bei der Befreiung der Mine geleistet hast. Gute Arbeit. Springt dabei auch was für mich raus. Hier, in der Truhe bewahren wir unser Gold auf. Bedien dich. Sind deine Männer bereits in der Mine? Ja, sie brauchen aber noch eine ganze Weile, um sie wieder richtig zu betreiben. Die Orks haben dort ziemlich viel kaputt gemacht. Diese Bastarde haben sogar die ganzen Erzvorräte in die Lava geschüttet. Anscheinend wollten sie die Erzschmelze gar nicht betreiben. Diesem Schreiben nach wollte Xadas die Eroberung des Erzofens. Wenn ich ihn in die Finger kriege, werde ich ihn auf dem Erzofen bearbeiten. Was ist das für ein Schreiben, von dem du gesprochen hast? Es scheint ein direkter Befehl von Xadas zu sein. Zumindest steht sein Name darunter. Hast du die Schriftrolle schon lange? Meine Leute haben diesen Brief gefunden. Sie hatten den unteren Minenbereich durchkämmt und dabei ein paar interessante Dinge gefunden. Darunter auch diesen Befehl. Inwiefern waren die Dinge interessant, die deine Leute gefunden haben? Nun, ich glaube, dass Xadas den Ork-Schamanen eine besondere Ehre zuteil werden ließ. Wir haben zwei Rollen mit schwarzen Schriftzeichen gefunden. Was genau da drauf steht, kann dir hier wohl keiner sagen. Zumindest kann ich es nicht. Magie ist nun mal nicht mein Ding. Verstehe. Könnte ich mir die Schriftrollen mal anschauen? Je schneller dieses Zeug von hier verschwindet, desto besser. Nimm die zwei Schriftrollen. Armee der Finsternis. Kannst du echt froh sein, dass ja, dass das nicht benutzt worden ist. Krass. Habt ihr sonst noch was zu tun? Im Moment kommen wir klar. Du hast dem Clan schon genug geholfen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Die Schriftrollen, die du mir gegeben hast, beschwören Untote. Ich will gar nicht wissen, woher du das weißt, aber lass dir bloß nicht einfallen, sie hier zu beschwören. Keine Sorge, das werde ich sicher nicht. Allein der Gedanke, dass die Schamanen mit Untoten meinen Clan angreifen wollten. Abscheulich. So, werden wir mal gucken. Wir haben doch hier. Ja, Befehl der Erzmine. Erzschmelze. Xadas. Okay, und da haben wir noch irgendwas. Irgendwo war da noch was. Hä? Ja. Ansonsten war nichts. Der Brustpanzer, ja, Erzrohlinge, Drachenleder. Hm. Okay. Wir müssen jetzt mal gucken, wo Xadas lebt. Da drüben. Hier ist der Turm. Okay. Ah, das hättest du mir vorher sagen können. Warum machst du es nicht? Du kleiner Sack. So, machen wir mal ein bisschen Turbo Speed ein. Oh shit. So, nochmal M drücken. Also, wir müssen mehr nach Nordosten. Nach Nordosten. Na, ich bin ja gespannt, ob Theko und Korn kommen. So, Nordosten ist ja drüben.
Genau, da war der Troll. Den hat man ja schon erlegt. Aber irgendwer hat mir doch gesagt, dass mir... Shit. Eine Miezekatze. Dass wir... Oh shit, ich hab's voll verpasst. Oh shit. Du fällst mir noch in der Sammlung. Oh, Alter. Ich hab dich in Stücke. Shit, 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 shit. Und ich wollte das jetzt gerne. Ich wollte das gerne. Ich wollte das überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Auf diese ganze Scheiße. Tja, meine Atzen sind ja sogar hinterhergekommen. Geil. Eigentlich hatte ich total vor, dass wir Salas finden, aber gut, wenn wir das so machen, dann machen wir das so. Ach, Gorn ist da. Okay. Oh Mann, ey. Ein Gemetzel. Hier gibt's aber auch nichts, ne? Ah, das ist ganz cool. Weil das gab's vorne auch noch nichts. Ah, cool, eine Innenstadt so. Cool, cool, cool. Ja, wie gesagt, das war eigentlich nicht geplant, dass wir jetzt hier so lang laufen, weil ich das eigentlich anders haben wollte. Aber gut, na, dann machen wir das so. Das ist die andere Seite der Erzmine. Alles klar. So, alte Truhe. Amulett der Assassinen. Also irgendwas mit Geschick oder irgendwas. So, werden wir mal gucken. Oh Mann, ey. Und wie gesagt, ich wollte ja überhaupt nicht hier lang. Überhaupt nicht. Naja, gut. Haben wir wieder was gelernt. Aber dass Gorn dann auf einmal da ist, krass. Das ist natürlich fett. Aha. Na ja, Orks, ihr habt wohl nichts zu tun, oder der was? Kampf wird nicht... Du blöder Penner, ey. Von den Viechern. Und was geht's denn hier? Oh, hier unten. Haha. No, 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 no. Na dann. Oh mein Gott, ey. Oh,
Ist das Crank? Ist das Crank? Scheiße, 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 scheiße. 6. Warte mal. Ey, du bist wohl eine ganz glatte in der Birne, oder was? Jetzt verpissen sie sich alle. Bleib stehen! Jetzt tun sie sich alle verpissen. Okay, dass sich das Ohrklager angreift, das war jetzt nicht so geplant. Sag ich mal. Also ja, verpiss dich ruhig, Digga. Alter, ein Gemetzel. Warte mal, das ist der Ork-Anführer. Da ist der Ork-Anführer. Da gibt es bestimmt auch einen Triggerpunkt, wo die wieder zurücklaufen. Komm. Gut. Hätte ja auch sein können, dass der irgendwas hat. Das weiß man ja alles nicht. Also von oben ist das ja natürlich noch viel krasser, ne? So, aber wir können hier erstmal übelst looten hier, Leute. Also wirklich mega krass. Das war per Zufall, dass ich hier runtergegangen bin, weil eigentlich wollte ich ja zu Sardas, aber irgendwie hat das nicht so geklappt, wie ich das wollte. Und von daher, naja, sind wir eben hier. Oh, eine schwere Truhe. Runenschild. Ah, das wird nicht besser sein als das, was ich jetzt habe. Oder? Alter, ja, das ist sogar noch besser. Holy shit, ey. Guck dir. Ach, nee. Also, ist wirklich krass. Ne? Also, das Runenschild ist natürlich 9 plus Ultra, was das angeht. Ja, vor allem gegen Eis und so, weißt du, das ist schon, macht schon ein bisschen was her. Die ganzen Leichen. Es ist so geil. Es ist mega geil. Aber ansonsten, ist hier nicht viel los, was das hier angeht. Okay. Dann kommt er auf random einfach Gorn und Tego vorbei. Ja gut, okay. Ja, wir haben alles geklärt, was das alles angeht. Ja, wir machen jetzt hier weiter hoch. Entschuldigung. Wir machen jetzt einfach hier lang. Ich hasse die Viecher. Ach, herrlich. Herrlich. Na, da haben wir noch einen kleinen Trolley. Du stehst nicht wieder auf. Ja,
Ja, na, ist doch nicht schlecht. Teufel. Haben wir hier hinten irgendwas noch? Nö. Oh, Goblins. Naja. Dem hast du es gezeigt. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Hey, ich habe gesagt, ruhig bleiben. Das war's für dich, Mistvieh. So. du Mistvieh. Entschuldigung. Oh Mann, ey. Völlig crank unterwegs. Wuffy Puffies. Weg. Das war's für dich, Mistvieh. Ich denke auch, ja. Sind wir hier unten bei den Orks schon wieder? Kommt schon wieder die nächste Horde Orks? Na klar. Und ab geht's. Okay. Wenn ich den treff hier. Nee, ich kann damit nicht aufhören. Bleib stehen! Let's go, Leute. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Oh Mann, der Loot, das ist so crank. Und weg mit dir. So, naja, dann tun wir speichern. Und jetzt geht's los. Ich werde dich zerstören. Halt. Oh, übelst du viele Schamanen. Ey, selbst Eis stirbt uns jetzt nicht mehr, ne? Geil. Mehr. Wollte schon sagen, also was ist denn das für ein Spaß hier? Der uns hier kaputt macht. Was willst denn du? Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. So ist es. Einfach alles looten, Digga. Oh Mann, ey. Komplett zerstört hier alles. Bin ich gut? Oder bin ich gut? Na, ich bin noch ein bisschen besser als du. Alter, krass, oder? Oh mein Gott. Ja. Hier hinten geht's in die nächste Hülle rein. Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal zu Sardust zu kommen. Aber wir machen die nächste Höhle, was das angeht, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen über Gurtig 3. Lasst einen Kommentar da und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch Fan seid von Gurtig. Für Rinnoff. Vielen Dank und alles wird gut.